Er kann wieder lachen. Er steht seit längerer Zeit wieder auf dem Eis und kurvt wieder auf den Schlittschuhen umeinander. Der Kevin Lötscher absolviert einen Teil von seinem Wiederaufbautraining mit dem HC Siders. Die Rückkehr ins Wallis, die ist ihm gut gelungen. Und die letzten Tage haben ihm in seiner Heimat euch richtig gut gefallen. Ja, die sind sicher schön gewesen. Also, ich muss sagen, die Mannschaft, sind sehr viele Spieler da. Also, 3, 4, die ich kennt habe und alle anderen habe ich nicht kennt. Aber es sind sehr liebe Spieler und wir haben sehr Spass in der Kabine und so. Und für mich ist es auch nicht schlecht. Und, ja, also sicher positiv, ja. In der Saison 2008-2009 hat Kevin Lötscher das Liebling vom HC Siders getragen. Ist das ein Mitgrund, warum er sich euch diesmal für Siders entschieden hat? Ja gut, ich habe mich entscheiden schlussendlich, ob ich Junior trainieren oder und spielen oder ob ich Siders trainieren und spielen. Und es ist einfach so, Junior ja, ist schon das Gefühl, ist für mich nicht gut, weil du spielst gegen 16-, 17-Jährige oder 18-Jährige. Und es ist komisch, es ist nicht das, was ich will. Und ich habe das Gefühl, ich muss gegen Männer spielen, weil wenn ich gegen Junge spiele, dann bin ich immer zwischendrin. Und wenn ich zwischendrin bin, ist mein Spiel nur schlechter, als das schon ist. Anno dazumal hat er in 47 Spielen unglaubliche 65 Scorer-Punkte geholt, bevor er dann in Zeeland zum EHC Biel gewechselt hat. Schon zu der Zeit hat er mit Derek Cormier Siders zusammengespielt. Der Kanadier, der hat sich heute diesmal gefreut, ihn ehemaligen Teamkollegen wieder in der Grabohalle zu sehen. Kevin Lötscher ist nicht mehr derselbe Spieler, mit dem ich früher zusammengespielt habe. Er arbeitet aber hart an sich. Ich bin sehr glücklich, Kevin wieder auf dem Eis zu sehen und wünsche ihm sportlich wie gesundheitlich nur das Beste. Für wieder sein allerbestes Eishockeychen abzurufen, bräuchte es harte Arbeit. Das weiss der Trainer vom HC Siders, der Kim Collins. Er hat von einem Tag auf den anderen einen neuen Spieler im Kader gehabt. Was hat geheissen, dass der Kevin Lötscher vorläufig auf Siders wechselt? Bei der Elite in Bern spielen, wir spielen jetzt gegen Männer, ist es der nächste Schritt. Jeder hofft, dass Kevin zurück zu alten Leistungen und mit der Nationalmannschaft und National spielen. Aber wir müssen erst ein paar Schritte machen und wir sind froh, dass Kevin bei uns ist. Die Ausgabe vom HC Siders 2012-2013, die ist jung und unerfahren. Nicht weniger als 11 Junioren zwischen Jahrgängen 1992 und 1995 kehren diese Saison zur ersten Mannschaft. Dementsprechend stapelt der Trainer der wartige Dave. Die Mannschaften werden uns unterschätzen. Wir werden das Karte ausspielen. Aber unser Ziel ist langfristig irgendwie Playoff-Platz, aber kurzfristig müssen wir schauen, dass wir mehr entwickeln, dass wir immer wieder besser werden. Wo schöpfen Sie Hoffnung mit dieser jungen, unerfahrenen Mannschaft? Ja, genau das. Wir haben die beste Chance, besser zu werden. Wir sind mit Abstand die Jüngste und wir werden auch für viele Spieler viel neue Situationen und wir müssen da irgendwie klarkommen. Aber ich denke, dass viele Mannschaften werden uns unterschätzen und das müssen wir dann ausspielen. Mit seinen 24 Jahren wäre euch der Kevin Lötscher in der jungen Equipe eigentlich schon ein Routinier. Eigentlich. Die Auswirkungen vom Unfall aus dem Mai 2011 lehnt das Wort Routine für den Kevin auf dem Eis noch nicht lange aufkommen. Ja, Routine, das ist natürlich schwierig zu sagen. Wenn technisch und mit der Spielübersicht nicht verheichen bist, wenn du gerne wärst, kannst du natürlich nicht den Jungen sagen, du machst es mal so, weil du es selber nicht kannst. Das ist noch recht blöd. Aber die Jungen unterstützen mich, habe ich das Gefühl. Und fragen mich und schauen zu und sind interessiert und so. Und es ist ein schönes Gefühl. Trotzdem haben gerade die jungen Spieler viel Respekt vor dem ehemaligen Nationalspieler, der auch an der WM 2011 mit 2 Goals geglänzt hat. Sie sehen ihn als Vorbild an.
Das ist etwas, was ihm Kevin gut tut und war auch gespürt. Ja, man spielt schon. Teilweise haben wir Leute, die das schätzen und Leute, die das bewundern. Und aber im Moment, aber auch für mich, während ich spiele von anderen Spielern, und so, das bringt mir nicht viel. Also, es ist sehr schön, aber mir selber bringt es nicht viel. Und ja, uns daneben vom Hockey, also außerhalb, ist sicher schön, wenn ich das sehe und erkenne und merke. Das ist sicher positiv. Positiv für ihn als Spieler ist, dass er sich zeiters wieder an die Härte vom Sport und von Ernst kämpfen kann gewinnen. Ist er aber schon so weit, dass er euch der Mannschaft wieder helfen kann? Kevin can help them a lot. Kevin's the kind of guy, he's... Kevin kehrt zu uns zurück und kennt trotz seines jungen Alters bereits den Verein. Er hat sich hier schon einmal durchgesetzt. Doch Kevin ist ein Kämpfer und ein tolles Vorbild für unsere jungen Spieler. Sie wollen seinem Beispiel folgen und freuen sich, mit ihm zusammen zu spielen. Zudem sehen sie ihn als Vorbild dafür, was man mit Ehrgeiz alles erreichen kann. Der Kevin Lötscher, der lebt für den Sport. Sein Ehrgeiz hat ihn schon einmal im Beruf bis in die Nationalliga angebracht. Wie erlebt ihn aber sein jetziger Trainer, der Kim Collins? No, Kevin ist vom Haus aus sehr offen und sehr netter Kerl und er fühlt sich hier, glaube ich, wohl. Und wir sind froh, dass er da ist. Er gibt Gas in jedem Training. Er ist vorbildlich in diesem Bereich und er kann auch unseren Jungen auch helfen als Vorbild. Lobende Worte von Spielern und lobende Worte euch vom Trainer Freund Kevin Lötscher. Er war seinen grossen Bubenträumen im Eishockey noch einmal will realisieren. Als Spieler in der Nationalliga an. Trainer und Mitspieler glauben da dabei an ihn. Ich denke, dass wenn er so weiter trainiert und so weiter profihaft arbeitet, die Chancen stehen gut, denke ich. Es ist schwierig zu sagen. Er hat noch genügend Zeit, denn er ist noch jung. Natürlich braucht es noch viel harte Arbeit. Doch ich hoffe sehr, dass Kevin den Sprung zurück in die NLA erneut schafft. Ob er es am Schluss packt oder nicht, das liegt jetzt an einem grossen Teil euch an ihm. Bis aber wieder die ganz grosse Bühne riefet, will er sich zuerst zeiters von seiner allerbesten Seite zeigen und am liebsten schon bald wieder über Schiss persönlich gehen lachen.